Hallo, mein Name ist Gabriel Palacios. Ich bin Hypnosetherapeut und Hypnoseausbildner und möchte mit dir gemeinsam jetzt eine Hypnose durchführen. Wenn das für dich jetzt eine tolle Idee ist, dann setz dich irgendwo hin, wo du bequem machen kannst, oder leg dich vielleicht sogar hin und tauch mit mir ein ins Reich vom Unterbewusstsein. Lass dich hypnotisieren. Du bist bereit für die Hypnose. Atme ganz tief ein, so tief wie nur möglich. Noch mehr, noch mehr. Und schließe beim Ausatmen deine Augen. Behalte die Augen geschlossen und versetze dich in deinen Gedanken an einen schönen Ort. Diesen schönen Ort, den du ganz intensiv wahrnehmen möchtest. Ein Strand. Eine Wiese oder ein Ort zu Hause, im Bett, auf der Couch, im Garten, auf der Terrasse, egal wo. Ein Ort, an dem Ort du dich jetzt gerade gerne befinden würdest. Und stell dir vor, wie du die angenehme Luft aus diesem schönen Ort nur in deiner Fantasie durch dein linkes Nasenloch einatmen kannst und durch dein rechtes Nasenloch wieder ausatmen kannst, nur in deiner Fantasie. Währenddem du ganz gewöhnlich atmest, zirkuliert die angenehme Luft durch dich hindurch. Links hinein, rechts heraus. Immer und immer wieder. Währenddem du ganz gewöhnlich atmest. Es fühlt sich so entspannend an, so beruhigend. Und du gelangst mit jedem Ein- und Ausatmen immer tiefer und tiefer direkt in dein Unterbewusstsein, direkt in diese tiefe geistige Ruhe und Entspannung. Dein Körper entspannt sich, dein Geist entspannt sich. Ich zähle nun von 10 bis 0. Bei 0 angelangt, wirst du dich geistig so tief entspannt fühlen, wie kaum zuvor. 10. Mit jedem Wort von mir, mit jedem Ein- und Ausatmen, gelangst du noch tiefer in diese angenehme Ruhe. 9. Noch tiefer, noch entspannter. 8. Immer ruhiger und entspannter. Dein gesamter Körper fühlt sich vollkommen entspannt an. Tief entspannt an. 7. Noch entspannter. 6. Noch tiefer. 5. Mit jedem Ein- und Ausströmen dieser schönen Luft, die durch dein linkes Nasenloch hineinströmt, durch dein rechtes Nasenloch herausströmt, gelangst du noch tiefer in diese schöne Ruhe. 4. Noch tief entspannter. 3. Noch tiefer und entspannter. 2. Vollkommen ruhig. 1. Und 0. Dein Geist ist nun vollkommen entspannt. Dein Gehirn produziert zu diesem Zeitpunkt tiefere Frequenzen. Diese Frequenzen es ermöglichen, direkt mit deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Stell dir vor, als könntest du wie mit deinem Fernglas direkt in die Zukunft blicken. Als könntest du mit einem Fernglas deine Wunschzukunft erblicken. Dein zukünftiges Wunsch-Ich mit diesem Fernglas beobachten. Dein zukünftiges Wunsch-Ich, das sich genauso fühlt, wie du dich gerne fühlen möchtest, das genauso strahlt, sich genauso gibt, sich genauso verhält, wie du dich gerne verhalten möchtest. Stell dir dein zukünftiges Wunsch-Ich so vor, wie du dir dies aus tiefstem Herzen wünschst. Betrachte es von außen, wie es strahlt, wie es einfach ist, wie es sich fühlt.
Stell dir vor, wie du nun einen Sprung machen kannst, direkt zu deinem zukünftigen Ich. Du kannst dich direkt vor dein zukünftiges Ich beamen, hinbeamen. Und stell dir vor, wie überrascht dein zukünftiges Wunsch-Ich ist, wenn es dich sieht. Stell dir vor, wie dein zukünftiges Ich reagiert, wie es dich vielleicht in den Arm nimmt, dir tolle Dinge erzählt, Ratschläge gibt, Tipps gibt. Stell dir vor, wie du direkt mit deinen Augen in dein zukünftiges Ich hineinblicken kannst und in deinem zukünftigen Wunsch-Ich dieses tolle Gefühl sehen kannst, sichtbar machen kannst, das tolle Gefühl, das dein zukünftiges Ich verspürt. Stell dir vor, welche Farbe dieses tolle Gefühl hat. Vielleicht ein schönes Rot, ein schönes Orange, ein Gelb, ein Blau, ein Grün oder eine ganz andere Farbe. Vielleicht eine Farbmischung. Stell dir vor, währenddem dein zukünftiges Wunsch-Ich dich umarmt, strömt dieses wunderbare Gefühl direkt in dich hinein. Es strömt zu dir rüber. Und du kannst es wahrnehmen in deinem gesamten Körper, von Kopf bis Fuß. Nimm dieses wunderbare Gefühl ganz intensiv wahr, ganz intensiv. Diese schöne Farbe direkt in deinem Körper, in deinem Geiste. Dieses wunderbare Gefühl, das nun auch dein Gefühl ist. Und stell dir vor, wie hier direkt vor dir und deinem zukünftigen Wunsch-Ich ein riesiger Heißluftballon landet. Ein wunderschöner Heißluftballon, dessen Korb leer ist. Der Korb, in dem sonst in der Regel Menschen stehen, der ist leer. Der Heißluftballon, der landet da, direkt vor dir und deinem zukünftigen Wunsch-Ich. Stell dir vor, wie ihr beide nun all die unnötigen Sorgen, Ängste, vielleicht auch Schmerzen oder unnötigen Gedanken, wie ihr beide all diese unnötigen Dinge, die ihr loslassen möchtet, in diesen Korb schmeißt von diesem Heißluftballon. Ihr schmeißt alle Sorgen, Ängste, unangenehmen Gedanken, vielleicht auch Schmerzen direkt in diesen Korb des Heißluftballons. Dein zukünftiges Wunsch-Ich hilft dir dabei. Und wenn ihr beide mehr oder weniger all dies in diesen Korb geschmissen habt, was ihr gerne loslassen wollt, was du loslassen möchtest und dein zukünftiges Wunsch-Ich hilft dir dabei, dann könnt ihr beide diesen Heißluftballon abheben lassen. Er hebt ab. Er fliegt davon. Immer weiter weg. Dem Horizont entgegen. Durch die Atmosphäre, raus ins Weltall. An irgendwelchem Weltraumschrott vorbei, Satellitenteile und so. Am Mond vorbei, am Planeten vorbei. An der Sonne vorbei, ins tiefe, weite Weltall fliegt dieser Heißluftballon. Du hast all dies, was du nun loslassen wolltest, losgelassen. Herzlichen Glückwunsch, denn Loslassen beginnt in erster Stelle in Gedanken. Und diesen ersten, sehr wichtigen Schritt, diesen Hauptschritt, hast du nun getan. Herzlichen Glückwunsch. Schau diesem Heißluftballon dabei zu, wie er immer weiter wegfliegt. Ins weite, tiefe, dunkle Weltall. Immer weiter weg. Immer weiter weg. Du kannst zwar noch an all dies denken, was du in diesen Korb des Heißluftballons geschmissen hast, aber
Trotzdem fliegt er immer weiter weg. Du kannst noch an all diese Sorgen, Ängste und all diese unangenehmen Dinge denken, aber währenddem du daran denkst, fliegen sie immer weiter weg. Immer weiter weg. Werden immer kleiner und kleiner und verschwinden im Weltall. Verschwinden im Weltall. Lösen sich vielleicht sogar auf. Im Nichts. Im Nichts. Im Nichts. Genieße diese Ruhe und dieses wunderbare Gefühl. Stell dir vor, wie dein zukünftiges Unschich dich umarmt und wie ihr ineinander und miteinander verschmelzt. Und du nun dieses wunderbare, schöne Gefühl, das dein zukünftiges Unschich verspürt, nun auch verspüren kannst. Ich zähle nun langsam wieder bis 10. Bei 10 angelangt, wirst du deine Augen wieder öffnen. Du wirst dann wieder zurück sein im Hier und Jetzt. Du wirst dich gelöster fühlen, befreit fühlen von all dem, was du soeben losgelassen hast. Und du wirst dieses wunderbare, zufriedene, wohlige Gefühl verspüren, das du nun von deinem zukünftigen Wunsch-Ich erhalten hast. Denk an diese schöne Farbe des wunderbaren Gefühls, das nun in dir drin ist, das in dir gespeichert ist. Denn all das Schöne, was du soeben erlebt hast, ist nun tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert, verankert, so sehr du dies möchtest. Ich zähle nun bis 10. Bei 10 angelangt, öffnest du wieder deine Augen, bist dann wieder zurück im Hier und Jetzt und wirst dich so richtig gut fühlen, gelöst fühlen, frei fühlen und zugleich zufrieden und wohl. Du wirst dich so richtig wohl auffühlen. Du wirst womöglich verspüren, dass irgendwas anders ist, wirst nicht ganz beschreiben können, was es ist, aber wirst dieses gute Gefühl einfach genießen können. Dieses neue Programm in deinem Unterbewusstsein. 1. Fühl die Leichtigkeit. 2. Nach und nach gelangst du zurück ins Hier und Jetzt. 3. Immer leichter und wacher. 4. Fühl dieses gelöste und freie Gefühl. 5. Dieses wohlige und angenehme Gefühl. 6. Dieses neu programmierte, tolle Gefühl. 7. Dieses kraftvolle und starke, positive Gefühl. 8. Die Leichtigkeit. 9. Nach und nach gelangst du zurück ins Hier und Jetzt. Und bei der nächsten Zahl angelangt, öffnest du wieder deine Augen, bist dann wieder zurück im Hier und Jetzt und genießt diese schöne, wunderbare, tolle, tief in deinem Unterbewusstsein positiv gespeicherte Gefühl. Und 10. Augen auf. Willkommen zurück. Genieß die Wirkung, die du nun soeben verspüren kannst. Mach dir nicht allzu viele Gedanken über die Wirkung, sondern lass es einfach wirken und beobachte dich im Alltag, was geschieht, was alles Positives du um dich herum anziehen wirst durch diese positive Wirkung, die nun in dir vorherrscht. Wann immer du möchtest, kannst du diese Hypnose wiederholen, wann immer du diese brauchst. Ich empfehle, die Hypnose maximal einmal täglich anzuhören, damit dein Unterbewusstsein Zeit findet, den darin enthaltenen Prozess zu verarbeiten. Maximal einmal täglich, aber so oft du magst. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und genieße dieses neue Programm tief in deinem Unterbewusstsein. Tschüss.